Liebe Zeynep, herzlich willkommen zum Live-Selfie. Ich grüße dich. Hi, schön hier zu sein, also hier digital mit dir. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Heute soll es einmal ein bisschen um deinen Werdegang als Schauspielerin, deine Werte und natürlich deine aktuelle Produktion, Damaged Goods, gehen. Und Ja. als Einstieg würde mich einmal interessieren, wie du zur Schauspielerei gekommen bist. Dich hat es ja schon ziemlich früh auch auf die Theaterbühne gezogen, oder? Ja. Also tatsächlich mit 8 Jahren schon. Ich hatte eine richtig tolle Musiklehrerin in der Grundschule, die mich dafür quasi hat gewinnen können. Gescoutet. Wie bitte? Gescoutet hat sie dich. Ja, quasi. Und ja, und dann hat sie mich quasi eingeladen in die Theater AG von der Schule damals und war so, hey, ich habe gesehen, du singst gern, du bist irgendwie gern auf der Bühne, du magst irgendwie das Theaterstück, was die damals aufgeführt haben, ne? Ich so ganz klein, 2. Klasse, und dann haben wir uns das Theaterstück von der 6. Klasse angeguckt. Ich war Feuer und Flamme, und dann durfte ich das dann auch selber machen und habe seitdem nicht mehr aufgehört, quasi. Wie krass, überleg mal, in so frühen Jahren schon herauszufinden, was einem langfristig am allermeisten Spaß macht und so. Was für ein Geschenk. Das ist wirklich, muss ich sagen, also ich habe dann auch irgendwie so auch in so Teenagerjahren und so viel ausprobieren dürfen, aber das hat sich so wie eine Konstante gehalten, und das stimmt, das ist voll, voll toll. Ich wusste dann auch gleich nach dem Abi, was ich machen will, was ein volles Privileg ist. Das wussten ganz viele von meinen Friends irgendwie noch nicht, was ja auch vollkommen legitim und in Ordnung ist, aber das ist schon ja, ein Geschenk, wie du gesagt hast. Was wäre denn so dein Plan B gewesen, wenn ich fragen darf? Hast du dir auch noch andere Berufe angeguckt, wo du dich auch hättest arrangieren können? Hallo Sharon, Entschuldigung. Ja, es ist zum Beispiel Sharon, mit ihr war ich auf der Schule, und sie kann bestimmt auch erzählen, dass ich schon damals Schauspiel machen wollte. Ich glaube, mein Plan B wäre tatsächlich Tiermedizin Ah. gewesen, auch schon lange. Ja, Punkt. Krass, Random, das, ja. aber das ist so das Zweite, wofür ich glaube, ich brennen würde. Hast du dann auch Haustiere? Ja. Tatsächlich. Ein und bald 2 Hunde. Oh, schön. okay, Sharon schreibt nochmal, dass ihr Musical Chess zu. Musical haben wir auch zusammen gemacht. Also für Musical habe ich auch so 1, 2 Jahre richtig gebrannt. Dann auch in der Schule. Also ich war auf einer Schule, die sehr, also die so das Künstlerische, musikalisch, theatrale sehr gefördert hat. Also halt für die Kids, die Bock hatten. Ja. Voll schön. Kannst du dich erinnern, was du so mal für ein schönes Kompliment zu deiner Arbeit erhalten hast? Was hat dich da schon mal erreicht, so? Ich glaube, da könnte ich 2 Anekdoten erzählen. Die erste ist aus dem Theater tatsächlich, wo ich war jetzt 6, 7 Jahre fest in einem Ensemble an den Münchner Kammerspielen. Und da habe ich ein Stück gespielt, und danach kam ein junger Papa zu mir. Der hatte eine Migrationsgeschichte, wie ich, eine türkische Migrationsgeschichte quasi. Und der kam zu mir und hat mir von seinen 2 jungen Töchtern erzählt. Und meinte, wenn die alt genug sind, wünscht er sich, dass er die beiden mal mit ins Theater nehmen kann, damit die mich sehen können. Und damit die sehen können, dass jemand, der genauso dunkle Haare hat wie sie und genauso einen Namen hat wie sie, auch auf der Bühne stehen kann, auch vor der Kamera stehen kann. Und so in diesem repräsentativen, das war mir irgendwie total, also es ist mir total nahe gegangen. Das hat mich dann Ich gefreut, glaube, dass du dass man. sozusagen so eine Vorbildfunktion dann auch einnehmen kannst mal. Genau. Ja, und dann Me habe ich mega. noch eine internationale Produktion gespielt, und das war eher eine kleinere Rolle in der Serie Biohackers. Und das hat mich da total umgehauen, dass ich wirklich Nachrichten von ganz vielen Menschen von all over the world bekommen habe. Und dann tatsächlich mir so ein Mädchen von den Philippinen geschrieben hat, dass sie meinen Auftritt total super fand. Und ich war so, what? Also, so the magic of streaming, ne? Also du drehst dir was, und dann sieht das ein Mensch auf den Philippinen und schreibt dir, dass sie das ganz toll fand. Und das fand ich auch ganz toll. Also so Krass. quasi
Ja. Und deine neue Produktion, Damaged Goods, die erscheint ja bei Prime Video. Und weißt du, ob das sozusagen auch ein internationales Publikum erreichen wird oder ist das irgendwie für Deutschland gemacht? Also ich hoffe es, ich weiß es tatsächlich nicht. Das steht so ein bisschen auf meiner Liste oben von Sachen, die ich nochmal herausfinden muss. Aber es ist tatsächlich jetzt erstmal für Prime Deutschland quasi produziert. Und Ich hoffe das nämlich so, dass Leute auch von überall aus der Welt sozusagen diese Clique kennenlernen dürfen. ja. Großes Kompliment von meiner Seite. Ich war sehr, sehr angetan und Ja, cool. ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich hätte, sage ich mal, gedacht, dass die Zielgruppe dieser Serie doch eine etwas jüngere ist. Aber ich konnte mich so krass identifizieren mit den ganzen ins Leben treten und sich finden. Und ja, den Challenges, so die Identitätsbildung und was da alles so dazugehört. Ich fand, das hat mich unheimlich berührt und großes Kompliment zu der Serie. Was bedeutet sie dir denn persönlich? Erstmal danke für die coolen Worte. Also, was bedeutet sie mir persönlich? Also, ich finde tatsächlich, sie ist sehr repräsentativ für ganz viele verschiedene Bubbles und Cliquen und Freundschaften. Und ich finde, die kennt gar keinen, oder was ich mir so erhoffe, ist so, die kennt, glaube ich, gar keine. Also, klar sind wir alle in der Serie Ende 20 und man würde so denken, ah, das ist wahrscheinlich auch so die Zielgruppe, aber ich glaube, die Probleme und die Fragen, die uns da beschäftigen und die Dinge, die passieren, sind so universell. Ich glaube, das kann einem mit 50 passieren, oder mit 15 oder also so mit 20, dass man sich plötzlich dass man da plötzlich Fragen, dass da plötzlich Fragen aufploppen von wie, was für Freundschaften will ich führen? Freunde als Familie, was will ich eigentlich vom Leben und wie passt das da alles mit rein? Was passiert, wenn ich irgendwie Mist baue und wie geht der Freundeskreis damit um? Dürfen wir uns streiten? Dürfen wir Fehler machen? Wie verzeiht man einander und wie halten wir uns auch gegenseitig aus, wenn es mal nicht so gut läuft? Und so, und das kann natürlich immer passieren und ich glaube, weil das so ehrlich ist, bedeutet mir die Serie ganz, ganz viel. Und es waren sehr, sehr besondere Wochen und Monate, die wir da zusammen verbracht haben, in denen auch Grenzen verwischt sind natürlich, ne? Also so eine enge Freundesclique zu spielen, die sich seit 15 Jahren kennt, da haben wir uns schon wirklich drin wohlgefühlt auch und eine tolle Zeit zusammen gehabt. Wie viel Bonding ist dann da neben den Drehmomenten auch noch passiert, sage ich mal? Habt ihr dann 24/7 aufeinander gehangen? Also mal mehr, mal weniger tatsächlich. Wir waren von Anfang an, sind wir also eingeschlagen wie eine Granate. Also wir haben irgendwie so eine super Gruppendynamik zu fünft gehabt, was sehr magic war, muss ich sagen. Und haben dann natürlich viel, also miteinander, aufeinander abgehangen. Und ich glaube dann, je nachdem, was dann gedreht wurde, also ich glaube, wenn wir mal wieder zusammengekommen sind, das waren dann immer so schon kleine Feuerwerke. Und eigentlich hat man immer so darauf hingefiebert, dass wir dann mal wieder zum fünften Drehtag haben. Und dann, ne, gibt es ja dann, wie man weiß, mal dann zu zweit verschiedene Konstellationen und so. Deshalb haben wir tatsächlich eigentlich oft gehofft, dass wir mehr zusammen drehen können, wenn dann mal irgendwie so ein paar Tage dazwischen waren, wo man auf eher so Zweierkonstellationen zurückgeworfen war oder sogar mal alleine ran musste. Ich dachte, wann sind wir wieder zusammen und können irgendwie Action machen? Erzähl doch nochmal zwei Sätze zu deiner Figur. Der ambitionierte junge Künstlerin spielst du da. Yes, Tia, das war total schön, weil als ich damals die Drehbücher geschickt bekommen habe und Tia quasi im Lesen kennenlernen durfte, habe ich mich halt total schockverliebt in diese junge Frau mit ihrem Struggle, den ich natürlich auch nachempfinden kann als kunstschaffender Mensch, ne? Als Schauspielerin. Sie ist bildende Künstlerin. Und was will man eigentlich in die Welt setzen mit seiner Kunst? Ne? Was will man erzählen? Wie will man es erzählen? Und da
sich durch die 20er hinweg quasi das zu studieren, also sowohl ich als auch Tia, und sich dann so zu versuchen auf der großen Bühne, vor der Kamera, in der Kunst, in der Fotografie. Also sie macht ja wirklich alles durch sie. Sie zeichnet, sie filmt, sie fotografiert. Also sie versucht wirklich da zu finden, was ihr so, also was so ihr Motor ist. Und das habe ich total verstanden. Und da war dann irgendwie so eine große Landschaft für sie da. Und dann hat es ja dann auch geklappt. Und ich durfte so mit der auf die Reise gehen, was echt richtig, richtig schön war. Hast du einen Tipp für uns, wie man sozusagen als ja, aufstrebende Künstlerin, so, sagen wir mal, seine eigene Stimme findet und herausfindet, was will man da eigentlich erzählen und welche Werte vertritt man und wie äußert sich das in seinem Schaffen? Also wie kommt man dahin, herauszufinden, wer man ist als Künstlerin? Richtig gute Frage. Und ich glaube, ich würde behaupten, dass man, also ich hoffe, das dauert noch ganz lange. Also ich hoffe, dass, ich glaube, darauf gibt es gar nicht so eine Antwort. Und in dem Probieren und in dem Ausprobieren dürfen und ne, dieses ganze Ding von scheitern dürfen, gegen Wände laufen und mal ganz erfolgreich mit was sein und irgendwie wirklich immer wach zu bleiben für das, was um einen herum passiert, ist, glaube ich, das, was ich so aus den letzten Jahren und auch von Tia quasi mitnehme. Sich irgendwann verschließt sie sich nämlich auch total und rumort wirklich nur noch in ihrem kleinen Kosmos rum und man merkt so, ach, die kommt nicht aus sich raus und die reflektiert gar nicht, was so um sie herum passiert. Und irgendwann wird sie aber wieder wach. Und dann bedeutet das plötzlich wieder was. Und irgendwie auch gar nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt was geschafft und bin jetzt fertig, das gibt's gar nicht, sondern immer so dazu lernen zu dürfen und zu gucken, was gibt mir meine Umgebung auch so für Reize. Ich glaube, das ist so eine gute, das könnte ein guter Weg sein, würde ich jetzt gerade behaupten. Ja, ich meine, wir leben ja auch in so einer Zeit, wo man gefühlt alles werden, alles machen kann. Und ich erinnere mich an einen Satz von deiner Figur Tia aus der ersten Folge. Da hast du gesagt, es ist auch mal okay, sich lost zu fühlen. Und der ist bei mir hängen geblieben, weil ich glaube, dass es eine wichtige Message ist, dass man eben nicht sozusagen mit dem Punkt des Schulabschlusses wissen muss, was man sozusagen, was die Bestimmung des eigenen Daseins ist. Und das gibt eben nicht diesen einen vorgetrampelten Pfad heutzutage, ne? Und dass es auch richtig und wichtig ist, viele Sachen auszuprobieren. Und deswegen eine wichtige Botschaft auf jeden Fall, die deine Figur da auch übermittelt. Ja, total. Und auch nicht so streng mit sich, aber auch anderen zu sein, die in diesen Prozessen sich befinden, ne? Also Ja, da genau. habe ich auch die anderen einfach sehr, sehr lieb gehabt im Aushalten von Tia, in ihrem Probieren und Scheitern und in diesem Frust, den sie dann da über so ein paar Folgen auch lebt, natürlich, Ja. was sehr realistisch ist. Das geht ja dann manchmal nicht so, wie man es sich wünscht, von einem Tag auf den anderen. Und dass man da so geduldig und zärtlich miteinander bleibt. Sehr schön. Gibt es denn gerade etwas, wofür du dich in deinem Schaffen einsetzt oder irgendwie einen, weiß ich nicht, einen guten Zweck, der dir wichtig ist, wo du immer mal wieder darauf hinweisen möchtest? Ja, tatsächlich habe ich ja erzählt, dass ich ein und bald zwei Hunde habe. Und das hat tatsächlich wenig mit Schauspiel zu tun, aber ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen mit einer Organisation aus der Schweiz zusammen, die Straßentiere aus der Türkei retten und nach Europa vermitteln und auch so Aufklärungsarbeit leisten. Und das muss man ja jetzt gar nicht nur auf türkische Straßentiere runtermünzen. Man hat die ja genauso in Griechenland, in Bulgarien, in der Ukraine gerade. Ja. Ich denke mir, also was mir immer so wichtig ist, halt auf die Kleinen zu gucken, die keine Stimme haben und zu sagen, also da merke ich so, da geht mir das Herz auf, wenn man da helfen kann und wenn man dafür eine Sichtbarkeit generieren kann und sich da dann so ein bisschen die Arbeit aufteilt und irgendwie sagt Super. so, hey, ich konzentriere mich darauf, irgendwie quasi diese Lebewesen zu schützen. Oder zu schützen, zu versuchen und
Ja, dafür brenne ich neben der Schauspielerei, glaube ich, gerade so am meisten. Sehr ehrenhaft. Und sieht das dann so aus, dass du an deine Kolleginnen dann auch gerne Tiere vermittelst? Und ich meine, bist du dann sozusagen die I'm Hundeflüsterin? trying. Also, das ist schon. Also, ich versuche schon wirklich tatsächlich mit, also da so eine Aufmerksamkeit zu generieren, ne? Und also, ich freue mich da irgendwie total drauf, auch jetzt die Hündin, von der ich gerade erzählt habe, in ein paar Wochen abzuholen. Und ich glaube, dann intensiviert sich das natürlich auch, wenn dann alle sind, boah, die ist total süß. Und dann werde ich sagen, ja, die wurde nämlich von der Straße gerettet. Bam, 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 bam. Und dann kann ich richtig loslegen. Und ja, vielleicht kann ich ja die ein oder andere Person auch dafür begeistern. Dann erzähl So. doch mal, wo man da nachgucken kann, wenn man Ja. selber, sag ich mal, ein bisschen Platz und ein großes Herz hat. Genau. Und zwar gibt es die Organisation Raise Your Paw, also heb deine Pfote, mit der ich jetzt zusammenarbeite, die in der Schweiz sitzen, aber eben in den Niederlanden, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich. Diese die Hunde und auch Katzen vermitteln. Und da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Sie haben sich tatsächlich in erster Linie auf Hunde und Katzen spezialisiert, die es auf der Straße nicht so leicht haben. Also eher kleinere Tiere und Verwundete und so. Und das finde ich Kann einfach man sehr, die sehr dann da cool. vorher kennenlernen? Also ganz blöd gefragt. Man kann in den Shelter vor Ort fliegen, natürlich. Also die haben da wirklich wie so ein Tierheim, da kannst du die auch besuchen, die kennenlernen. Und ansonsten erstellen die natürlich auch Profile von den Hunden und kennen die auch. Also verbringen natürlich auch irgendwie Zeit mit denen. Und Cool. quasi kann man sich auch an die wenden und sagen, hey, so und so sieht's aus, so und so viel Platz habe ich, das sind so meine Kapazitäten. Gibt es vielleicht Ich. eine ruhige, eine aufgeweckte Hündin, einen Hund, der zu mir passen könnte oder so. Also sie sind da wirklich total super. Und ja, bald mache ich das nämlich auch. Und vielleicht kann man sich dann auch bald an mich wenden. Ja, ich meine, Ja. wir können wahrscheinlich dann ein paar Tierfotos auf deinem Insta-Account auch noch mehr bewundern, gell? Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, einen richtig tollen Case und Zweck und danke dir dafür dein Engagement, finde ich super. Gerne. Sehr gerne. Und was schauen du und dein Hund dann abends auf der Couch gerne? Ja, also ich arbeite gerade ziemlich viel und ich brauche immer so ein bisschen, also wenn ich was gucken möchte, dann brauche ich so ein bisschen frei, ne? Also dann muss ich das auch so richtig binge-watchen können. Und weil ich das gerade nicht so gut kann, gucke ich, glaube ich, zum 87. Mal Friends. Das ist so mein Wohlfühl. Always and forever Inhalt. Lieblingswatch, glaube ich, Ja. Inhalt. Ja. Und das gucke ich gerade wieder, Hast du weil da eine Lieblingsfolge? eine Lieblingsfolge. Oh! Kann ich das auch nachreichen? Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ja, wenn wir das Video neu veröffentlichen, kannst du das drunter kommentieren. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe bei Friends manchmal den Eindruck, oder ich sage mal so, ich bin mir unsicher, ob die Serie so gut gealtert ist, weil da so viele klischeehafte Rollenbilder noch vertreten werden. Was ist da dein Gefühl zu? Ich denke nicht, dass sie, also verstehe ich total, ich glaube nicht, dass die sonderlich gut gealtert ist, aber ich sage mal so, sie ist halt so mit mir gealtert. Also ich habe tatsächlich Ende der 90er schon angefangen, das zu gucken und Ja. dadurch kann ich das ganz gut kontextualisieren und heute auf jeden Fall Dinge anders machen, wie zum Beispiel bei Damaged Goods. Wollte ich gerade sagen, Und das ist ja auf ne? jeden Fall eine interessante Brücke, dass man da heutzutage eben doch andere Figurengeschichten auch noch erzählen kann in einem ähnlichen Klicken-Freundschaftssetting, ja. Ja, und einfach zu sagen, okay, das war das und die Zeit war eine andere und ich würde es aber definitiv anders machen wollen. Aber das heißt nicht, dass quasi meine Liebe für die Geschichten und für die Figuren weniger ist. Ja. Es gibt ja interessanterweise auch schon einen Fachbegriff dafür, dass man immer wieder dieselben Serien einschaltet. Das Ja. ist sogenannte Comfort Binge, wo man einfach Genau. mal nicht drüber nachdenken muss, wonach ist mir gerade, sondern ich weiß, wie ich mich fühlen will und da kriege ich das. Ne? Das ist gut. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt so Typ, es gibt irgendwie, da gibt es leider nur Typ A und Typ B.
Also Leute, die total gerne dieses Kampf. Was machst du? Guckst du gerne Sachen wieder oder bist du so Ja, ich ein bin, Ja? ich habe heutzutage, sage ich mal, bei den Sachen, Serien, die ich neu entdecke und gucke, da war jetzt noch keine dabei, die ich mir nochmal angemacht habe. Aber so wie du sagst, aus der Jugend, aus der Kindheit, wo man, weiß ich nicht, bestimmte Gefühle mit verbindet, wahrscheinlich, das mache ich mir immer noch gerne an. Ja. Ja, ne? Und das sind dann eben halt so meistens Sachen, also zumindest glaube ich bei unserer Generation, so Sachen aus den 90ern und dann 90er, Anfang 2000er. Ah, aber was Neues, was ich richtig fantastisch finde und ich glaube aber auch seit einem Jahr schon gucke, ist Blackish. Oh, erzähl mal, worum geht's da? Die habe ich noch nicht angeguckt. Und zwar, da geht es um eine schwarze Familie, eine afroamerikanische Familie in Los Angeles und deren Alltag. Also es sind quasi Vater, Mutter, Großmutter, Großvater unter einem Dach und die fünf Kinder. Und es ist sehr, sehr fantastisch. Also das wäre auch so ein Format, über das ich viel nachdenke, wie man das nach Deutschland holen könnte. In welches Genre fällt Und das? Comedy. Comedy? Also Okay. Und wie es viele ist Staffeln gibt schon, es da schon? ich glaube, so 7 oder 8. Es Oh, also ist. für alle da draußen, die ein bisschen länger was zu tun haben wollen, ich suche ja immer nach solchen Serientipps. 7, 8 Staffeln Blackish einschalten. Das klingt sehr gut. Unbedingt. Also es ist so, ich will es gar nicht vergleichen und ich will auch gar nicht irgendwas. Also ich würde mal sagen, für Fans von Modern Family. Gut. Und wenn du sagst, du würdest so eine Art Geschichte oder Setting gerne nach Deutschland holen, bist du dann selber schon an der Stoffentwicklung von eigenen Geschichten und Formaten irgendwie dran, dass du da weiß ich nicht, so eine Schublade hast, wo du so deine Ideen drin hast und so? Oh ja, die gibt es auf jeden Fall. Ja, können wir bald Die was Realität. von dir sehen? Ob man, wie bitte? Ob man bald was von dir aus deiner Feder oder sogar wo du Regisseurin bist, irgendwann mal irgendwas sehen kann? Ich glaube, das wäre schon, also das ist ein Träumchen oder so ein Ziel oder so Ja. ein, also ich sehe das schon so in weiter Ferne. Noch will ich ganz, ganz viel spielen und machen, aber die Schublade gibt es, sage ich mal. Die finde ich auch Ah, ganz wichtig. großartig. Ja. Also Okay, es das finde ich gut. brodelt. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, weil wir bei Shelft immer, also wir wollen quasi nie vermitteln, dass man immer noch mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen soll. Wie schaffst du dann so abseits von der Arbeit eine gute Beziehung zu deinem Fernseher herzustellen? Also dich da nicht vereinnahmen zu lassen und, sage ich mal, nicht in ein ungesundes Binge-Watching zu verfallen, sondern das zu genießen und da die positiven Sachen draus zu ziehen, die es ja ganz, ganz offensichtlich alles gibt. Ja, Also ich würde Service-Tipp am sagen, Schluss. ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann nicht so gut mich auf was einlassen zwischen Tür und Angel. Und wenn ich zum Beispiel viel arbeite, verfalle ich eher in das Comfort-Watching. Habe ich das richtig Yes. gesagt? Ja, ne? Und ansonsten würde ich bei neuen Sachen, die ich gucke oder auf die ich mich freue, auf die ich schon lange warte oder gar nicht kenne, empfohlen bekomme, ich würde es, glaube ich, einfach immer zelebrieren. Und sagen, ich nehme jetzt die Zeit, das zu gucken und dann binge ich das durch und dann ist aber auch wieder gut. Und dann eher so ein kleines Happening daraus zu machen, mit Freunden zu gucken. Ja, und das quasi zu feiern. Sehr Also gut. auch im Kleinen, also ich sage jetzt, man muss jetzt nicht immer eine Watch-Party schmeißen, aber zu sagen, das ist jetzt irgendwie besonders und ich hänge nicht einfach die ganze Zeit vorm Fernseher ab, sondern ich entscheide mich dafür. Und ich Ja. bin Fan davon. Und ich weiß auch, warum ich das gucke. Und ich gucke das nicht, um mich abzulenken, sondern vielleicht also ich erhoffe mir dann einen nicht unbedingt einen produktiven Mehrwert daraus, aber zu sagen, hey, das gucke ich jetzt zum Abschalten oder zum Lachen oder zum Nachdenken. Das kann man ja vielleicht manchmal so ein bisschen, kann man ja manchmal schon so ein bisschen erahnen, worum es geht, was man sich da anguckt. Ich höre da auch ein kleines Plädoyer raus, dass man quasi fokussiert gucken sollte und nicht unbedingt mit dem Handy in der Hand und um dann, keine Genau. Ahnung, das alles sich beblubbern zu lassen. Ja, weil ich merke, sobald ich das Handy in die Hand nehme beim Gucken, bin ich schon raus. Und da irgendwie auch wirklich zu sagen, hey, ich lege sogar vielleicht das Handy weg und versuche mich wirklich auch
darauf einzulassen oder mich auch catchen zu lassen. Und wenn es halt nicht funktioniert, hey, dann gucke ich vielleicht auch nicht weiter. Ja, safe. Also es gibt zu viele gute Inhalte, als dass man noch irgendeine Serie zu Ende gucken muss, die einen nicht so richtig berührt, auf jeden Fall. Ja, wieso mit Büchern? Also ich habe so viele Bücher schon fertig gelesen, obwohl ich schon nach 50 Seiten war, irgendwie juckt es mich nicht, aber ich muss es fertig gelesen haben. Dafür ist, glaube ich, unsere Zeit zu wichtig. Oder dafür könnte man noch Absolut. was anderes machen. Das kann ich 100% unterstreichen. Und das würde ich als Schlusswort auch gerne so stehen lassen. Ich gebe nochmal den 11. Juli mit, wo Damaged Goods bei Prime Video anläuft. Große Empfehlung von der Shelf-Redaktion und Zeynep. Wir freuen uns auf viele neue Projekte mit dir in der Zukunft. Ja, ich freue mich auch drauf. Und danke nochmal für die Einladung und dass es dieses Mal geklappt hat mit der Technik. Ja. Ach, schau mal. Also zweiter Versuch. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld, aber heute war super. Ja, das ist ja auch eigentlich das, worüber wir geredet haben. Scheitern dürfen und jetzt haben wir es hinbekommen. Sehr gut. Ach, schön. Dann fühl dich umarmt. Ich wünsche dir noch einen entspannten Abend. Danke dir auch. Und Merci. bis dann. Bis bald. Ciao.